Dazu passt nun gut, was mir gerade über den Weg läuft. Der Abschnitt von Reinhard über Parmenides 5, Seite 49. Die mythologische Einkleidung des Ganzen ist weit mehr als eine Allegorie und vollends etwas Grundverschiedenes von einer leeren Pose oder Konzession an die poetische Konvenienz. Sie ist streng genommen überhaupt gar keine Einkleidung, denn da gibt es nichts, was in abstracto formuliert nachträglich erst mit einer künstlichen und transparenten Körperlichkeit umkleidet worden wäre, sondern gerade die abstraktesten Gedanken konnten ihren Weg zur Mitteilung, wie sich versteht in literarischer Form, nur durch die alte mythologische Ausdrucksweise finden, weil für die direkte Verdeutlichung die Mittel der Sprache noch versagten.